Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hallo Mary. Es ist toll, endlich in Deutschland zu sein, nicht wahr? Hallo Mary. Es ist toll, endlich in Deutschland zu sein, nicht wahr? Auf jeden Fall, Michael. Die Aussicht ist atemberaubend. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Auf jeden Fall, Michael. Die Aussicht ist atemberaubend. Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Ich weiß richtig, die Architektur, die Kultur, alles ist so faszinierend. Ich weiß richtig, die Architektur, die Kultur, alles ist so faszinierend. Ich wollte schon immer Europa bereisen und Deutschland stand ganz oben auf meiner Liste. Ich wollte schon immer Europa bereisen und Deutschland stand ganz oben auf meiner Liste. Sie haben sich ein tolles Reiseziel ausgesucht. Es gibt so viel zu entdecken. Sie haben sich ein tolles Reiseziel ausgesucht. Es gibt so viel zu entdecken. Ich habe gehört, dass die Weihnachtsmärkte hier unglaublich sind. Ich habe gehört, dass die Weihnachtsmärkte hier unglaublich sind. Sie sind wirklich. Die festliche Atmosphäre müssen Sie erleben. Sie sind wirklich. Die festliche Atmosphäre müssen Sie erleben. Ich kann es kaum erwarten, alle traditionellen deutschen Gerichte zu probieren. Ich kann es kaum erwarten, alle traditionellen deutschen Gerichte zu probieren. Ah, Sie werden sich verwöhnen lassen. Die Würste, Bagels und Gebäck sind nicht von dieser Welt. Ah, Sie werden sich verwöhnen lassen. Die Würste, Bagels und Gebäck sind nicht von dieser Welt. Und natürlich dürfen wir das Bier nicht vergessen. Und natürlich dürfen wir das Bier nicht vergessen. Definitiv. Es gibt einen Grund, warum deutsches Bier legendär ist. Definitiv. Es gibt einen Grund, warum deutsches Bier legendär ist. Haben Sie unsere wöchentliche Route geplant? Haben Sie unsere wöchentliche Route geplant? Ich habe einen groben Entwurf. Aber wir können flexibel sein. Ich habe einen groben Entwurf, aber wir können flexibel sein. Es klingt perfekt. Ich bin zu allem bereit. Es klingt perfekt. Ich bin zu allem bereit. Beginnen wir morgen mit der Altstadtrundfahrt. Beginnen wir morgen mit der Altstadtrundfahrt. Scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, die Geschichte der Stadt zu verstehen. Scheint eine großartige Möglichkeit zu sein, die Geschichte der Stadt zu verstehen. Definitiv. Später am Nachmittag können wir einige Museen besuchen. Definitiv. Später am Nachmittag können wir einige Museen besuchen. Besonders Kunstmuseen begeistern mich. Besonders Kunstmuseen begeistern mich. In der alten Pinakothek gibt es eine prächtige Sammlung. In der alten Pinakothek gibt es eine prächtige Sammlung. Ich habe über dieses Thema gelesen. Etwas, das man gesehen haben muss. Ich habe über dieses Thema gelesen. Etwas, das man gesehen haben muss. Anschließend können wir in einem traditionellen Biergarten entspannen. Anschließend können wir in einem traditionellen Biergarten entspannen. Das scheint der perfekte Abschluss des Tages zu sein. Das scheint der perfekte Abschluss des Tages zu sein. Wie wäre es am nächsten Tag mit einem Tagesausflug zum Schloss Neuschwanstein? Wie wäre es am nächsten Tag mit einem Tagesausflug zum Schloss Neuschwanstein? Dieses Märchenschloss ist für mich ein wahr gewordener Traum. Dieses Märchenschloss ist für mich ein wahr gewordener Traum.
Es ist, als würde man in ein Bilderbuch eintauchen. Es ist, als würde man in ein Bilderbuch eintauchen. Die grandiose Aussicht von dort kann ich mir schon vorstellen. Die grandiose Aussicht von dort kann ich mir schon vorstellen. Sie sind absolut atemberaubend, besonders im Herbst. Sie sind absolut atemberaubend, besonders im Herbst. Ich bin so froh, dass wir uns für diese Jahreszeit entschieden haben. Ich bin so froh, dass wir uns für diese Jahreszeit entschieden haben. Die perfekte Mischung aus Schönheit und Komfort. Die perfekte Mischung aus Schönheit und Komfort. Und das Wetter scheint genau richtig zu sein. Und das Wetter scheint genau richtig zu sein. Ja, nicht zu kalt, aber genug für einen kuscheligen Schal und heißen Kakao. Ja, nicht zu kalt, aber genug für einen kuscheligen Schal und heißen Kakao. Apropos, ich habe gehört, dass deutsche heiße Schokolade fantastisch ist. Apropos, ich habe gehört, dass deutsche heiße Schokolade fantastisch ist. Sie werden sich verwöhnen lassen. Es ist wie eine herzliche Umarmung in einer Tasse. Sie werden sich verwöhnen lassen. Es ist wie eine herzliche Umarmung in einer Tasse. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Und vielleicht können Sie ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte genießen. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Und vielleicht können Sie ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte genießen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Desserts hier sind göttlich. Sie werden nicht enttäuscht sein. Die Desserts hier sind göttlich. Ich kann schon jetzt sagen, dass diese Reise unvergesslich sein wird. Ich kann schon jetzt sagen, dass diese Reise unvergesslich sein wird. Auf jeden Fall, Maria. Deutschland hat die Art, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Auf jeden Fall, Maria. Deutschland hat die Art, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ich bin so dankbar, dass wir das gemeinsam erleben durften. Ich bin so dankbar, dass wir das gemeinsam erleben durften. Ich bin auch Miriam. Hallo zu einem wunderschönen Urlaub in Deutschland. Ich bin auch Miriam. Hallo zu einem wunderschönen Urlaub in Deutschland. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, warst du schon einmal in Indien? Hey Mary, warst du schon einmal in Indien? Nein, das war ich noch nicht, aber ich wollte es schon immer mal besuchen. Nein, das war ich noch nicht, aber ich wollte es schon immer mal besuchen. Ein faszinierendes Land mit einer reichen Geschichte. Ein faszinierendes Land mit einer reichen Geschichte. Ich habe von verschiedenen Kulturen und Küchen gehört. Ich habe von verschiedenen Kulturen und Küchen gehört. Definitiv. Jeder Staat hat seine eigenen Traditionen. Definitiv. Jeder Staat hat seine eigenen Traditionen. Welche Orte muss man in Indien unbedingt besuchen? Welche Orte muss man in Indien unbedingt besuchen? Das Taj Mahal in Agra ist eine Ikone und die Paläste von Jaipur sind atemberaubend. Das Taj Mahal in Agra ist eine Ikone und die Paläste von Jaipur sind atemberaubend. Auch ich würde gerne das Chaos von Mumbai erleben. Auch ich würde gerne das Chaos von Mumbai erleben. Es ist definitiv eine lebendige Stadt. Es gibt viel zu sehen und zu tun. Es ist definitiv eine lebendige Stadt. Es gibt viel zu sehen und zu tun. Stimmt es, dass Yoga seinen Ursprung in Indien hat?
Stimmt es, dass Yoga seinen Ursprung in Indien hat? Ja, hat. Dies ist tief in ihrer Kultur verankert. Ja, hat. Dies ist tief in ihrer Kultur verankert. Ich würde gerne authentisches indisches Yoga ausprobieren. Ich würde gerne authentisches indisches Yoga ausprobieren. Dort finden Sie viele tolle Dozenten. Dort finden Sie viele tolle Dozenten. Und Essen. Ich habe gehört, dass die indische Küche unglaublich ist. Und Essen. Ich habe gehört, dass die indische Küche unglaublich ist. Es ist eine Geschmacksexplosion. Curry, Biryani, Dosa, so viele Möglichkeiten. Es ist eine Geschmacksexplosion. Curry, Biryani, Dosa, so viele Möglichkeiten. Ich habe indisches Essen probiert. Aber ich wette, dass es in Indien sogar noch besser ist. Ich habe indisches Essen probiert. Aber ich wette, dass es in Indien sogar noch besser ist. Definitiv. Nichts geht über Originalität. Definitiv. Nichts geht über Originalität. Was ist mit Festivals? Ich habe gehört, dass sie leben. Was ist mit Festivals? Ich habe gehört, dass sie leben. Diwali, Holi und viele mehr sind wirklich ein unvergesslicher Anblick. Diwali, Holi und viele mehr sind wirklich ein unvergesslicher Anblick. Die Farben und die Energie müssen erstaunlich sein. Die Farben und die Energie müssen erstaunlich sein. Sie werden es nicht glauben, bis sie es erleben. Sie werden es nicht glauben, bis sie es erleben. Was ist mit der Tierwelt? Ich habe gehört, dass es in Indien Safaris gibt. Was ist mit der Tierwelt? Ich habe gehört, dass es in Indien Safaris gibt. Ja, Orte wie Renfembe bieten unglaubliche Tiererlebnisse. Ja, Orte wie Renfembe bieten unglaubliche Tiererlebnisse. Einen bengalischen Tiger in freier Wildbahn zu sehen bedeutet, dass ein Traum wahr wird. Einen bengalischen Tiger in freier Wildbahn zu sehen bedeutet, dass ein Traum wahr wird. Es ist definitiv eine einmalige Gelegenheit. Es ist definitiv eine einmalige Gelegenheit. Was ist mit dem Wetter? Ich habe gehört, dass es ziemlich heiß werden kann. Was ist mit dem Wetter? Ich habe gehört, dass es ziemlich heiß werden kann. Es variiert je nach Region und Jahreszeit. Aber ja, es kann ziemlich heiß werden. Es variiert je nach Region und Jahreszeit. Aber ja, es kann ziemlich heiß werden. Dann muss ich meine Reise entsprechend planen. Dann muss ich meine Reise entsprechend planen. Definitiv. Vielleicht möchten Sie die heißesten Monate meiden. Definitiv. Vielleicht möchten Sie die heißesten Monate meiden. Ich habe auch vom Ganges gehört. Das ist wirklich wichtig. Ich habe auch vom Ganges gehört. Das ist wirklich wichtig. Es wird von Millionen Menschen als heilig angesehen. Es wird von Millionen Menschen als heilig angesehen. Die Ghats von Varanasi müssen ein beeindruckender Anblick sein. Die Ghats von Varanasi müssen ein beeindruckender Anblick sein. Für viele ein Ort von spiritueller Bedeutung. Für viele ein Ort von spiritueller Bedeutung. Ich würde dieses Gefühl der Spiritualität gerne erleben. Ich würde dieses Gefühl der Spiritualität gerne erleben. Das werden Sie tief spüren, wenn Sie dort sind. Das werden Sie tief spüren, wenn Sie dort sind. Was ist mit Sprachen? Ich habe gehört, dass es zu viele sind. Was ist mit Sprachen?
Ich habe gehört, dass es zu viele sind. Ja, es werden hunderte Sprachen und Dialekte gesprochen. Ja, es werden hunderte Sprachen und Dialekte gesprochen. Das ist unglaublich. Ich würde gerne etwas Hindi lernen. Das ist unglaublich. Ich würde gerne etwas Hindi lernen. Es ist eine sehr schöne Sprache und die Menschen vor Ort wissen die Mühe zu schätzen. Es ist eine sehr schöne Sprache und die Menschen vor Ort wissen die Mühe zu schätzen. Ich möchte so viel wie möglich mit Menschen kommunizieren. Ich möchte so viel wie möglich mit Menschen kommunizieren. Sie werden es auf jeden Fall zu schätzen wissen. Sie werden es auf jeden Fall zu schätzen wissen. Wie ist der Transport? Ist es einfach, sich fortzubewegen? Wie ist der Transport? Ist es einfach, sich fortzubewegen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, von Zügen bis hin zu Rikschas. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, von Zügen bis hin zu Rikschas. Ich habe gehört, dass Züge ziemlich abenteuerlich sein können. Ich habe gehört, dass Züge ziemlich abenteuerlich sein können. Vielleicht, aber es ist eine großartige Möglichkeit, das Land zu sehen. Vielleicht, aber es ist eine großartige Möglichkeit, das Land zu sehen. Es sieht nach einem unvergesslichen Erlebnis aus. Es sieht nach einem unvergesslichen Erlebnis aus. Das ist es auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, meine Reise nach Indien zu planen. Ich kann es kaum erwarten, meine Reise nach Indien zu planen. Du gehst auf eine unglaubliche Reise, Mary. Du gehst auf eine unglaubliche Reise, Mary. Ich werde schon so aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich werde schon so aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Es ist definitiv ein Land, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Es ist definitiv ein Land, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Morgen. Ich bin hier, um mich zu meinem Haarproblem beraten zu lassen. Guten Morgen. Ich bin hier, um mich zu meinem Haarproblem beraten zu lassen. Guten Morgen, Michael. Willkommen in unserer Klinik. Ich bin Mary, die Empfangsdame für Patienten. Wir sind froh, dass du hier bist. Kann ich Ihren Namen und einige grundlegende Informationen haben? Guten Morgen, Michael. Willkommen in unserer Klinik. Ich bin Mary, die Empfangsdame für Patienten. Wir sind froh, dass du hier bist. Kann ich Ihren Namen und einige grundlegende Informationen haben? Danke, Maria. Ich bin Michael Davis und komme aus den Vereinigten Staaten. Ich habe großartige Dinge über Gesundheitstourismus in der Türkei gehört. Danke, Maria. Ich bin Michael Davis und komme aus den Vereinigten Staaten. Ich habe großartige Dinge über Gesundheitstourismus in der Türkei gehört. Schön, dich kennenzulernen, Michael. Ja, die Türkei ist zum Zentrum für medizinische Behandlungen, einschließlich Haartransplantationen, geworden. Warum haben Sie sich für die Türkei entschieden? Schön, dich kennenzulernen, Michael. Ja, die Türkei ist zum Zentrum für medizinische Behandlungen, einschließlich Haartransplantationen, geworden. Warum haben Sie sich für die Türkei entschieden? Ich habe von hochwertiger Pflege und erschwinglichen Preisen gelesen. Auch die schöne Aussicht ist ein Bonus. Ich habe von hochwertiger Pflege und erschwinglichen Preisen gelesen. Auch die schöne Aussicht ist ein Bonus.
Das ist wahr. Unsere Kliniken sind mit modernsten Einrichtungen und erfahrenen Fachkräften ausgestattet. Haben Sie einen Termin mit einem unserer Experten vereinbart? Das ist wahr. Unsere Kliniken sind mit modernsten Einrichtungen und erfahrenen Fachkräften ausgestattet. Haben Sie einen Termin mit einem unserer Experten vereinbart? Ja. Um 11 Uhr, Doktor, ich habe einen Termin mit dem hier. Ja. Um 11 Uhr, Doktor, ich habe einen Termin mit Demir. Großartig. Dr. Demir ist einer unserer besten Chirurgen. Sie sind in sicheren Händen. Gibt es noch etwas, das Sie vor der Beratung wissen möchten? Großartig. Dr. Demir ist einer unserer besten Chirurgen. Sie sind in sicheren Händen. Gibt es noch etwas, dass Sie vor der Beratung wissen möchten? Können Sie weitere Informationen zum Prozess geben? Wie lange dauert eine Haartransplantation normalerweise? Können Sie weitere Informationen zum Prozess geben? Wie lange dauert eine Haartransplantation normalerweise? Eine typische Haartransplantation dauert je nach Umfang der Behandlung etwa 4 bis 8 Stunden. Da Sie eine örtliche Betäubung erhalten, werden Sie keine Schmerzen verspüren. Eine typische Haartransplantation dauert je nach Umfang der Behandlung etwa 4 bis 8 Stunden. Da Sie eine örtliche Betäubung erhalten, werden Sie keine Schmerzen verspüren. Das ist beruhigend zu hören. Wie sieht es mit der Erholungszeit aus? Das ist beruhigend zu hören. Wie sieht es mit der Erholungszeit aus? Nach dem Eingriff benötigen Sie einige Ruhetage. Dr. Demir wird Ihnen nach der Operation spezielle Anweisungen geben. Sie werden auch Folgetermine haben, um Ihre Fortschritte zu überwachen. Nach dem Eingriff benötigen Sie einige Ruhetage. Dr. Demir wird Ihnen nach der Operation spezielle Anweisungen geben. Sie werden auch Folgetermine haben, um Ihre Fortschritte zu überwachen. Scheint beherrschbar. Ich schätze die detaillierten Informationen. Muss ich besondere Dokumente oder Papiere mitbringen? Scheint beherrschbar. Ich schätze die detaillierten Informationen. Muss ich besondere Dokumente oder Papiere mitbringen? Bringen Sie einfach Ihren Ausweis, Ihre Krankengeschichte und relevante Testergebnisse oder Scans mit. Dr. oder sie wird diese während ihrer Eisenberatung überprüfen. Bringen Sie einfach Ihren Ausweis, Ihre Krankengeschichte und relevante Testergebnisse oder Scans mit. Dr. oder sie wird diese während ihrer Eisenberatung überprüfen. Ich verstehe, ich werde dafür sorgen, dass ich alles mitbringe. Gibt es noch etwas, das ich wissen muss? Ich verstehe, ich werde dafür sorgen, dass ich alles mitbringe. Gibt es noch etwas, das ich wissen muss? Doktor, es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen befolgen, die Demir Ihnen vor der Operation geben wird. Vermeiden Sie Blutverdünner und achten Sie darauf, vor dem Eingriff eine leichte Mahlzeit zu sich zu nehmen. Doktor, es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen befolgen, die Demir Ihnen vor der Operation geben wird. Vermeiden Sie Blutverdünner und achten Sie darauf, vor dem Eingriff eine leichte Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ich merke es mir. Danke für das Erinnern. Da bin ich jetzt zuversichtlicher. Ich merke es mir. Danke für das Erinnern. Da bin ich jetzt zuversichtlicher. Gern geschehen, Michael. Wir sind hier, um Sie während des gesamten Prozesses zu unterstützen. Wenn Sie jederzeit Fragen haben,
Können Sie diese gerne stellen? Gern geschehen. Michael, wir sind hier, um Sie während des gesamten Prozesses zu unterstützen. Wenn Sie jederzeit Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Ich schätze deine Hilfe, Mary. Doktor, ich freue mich darauf, dem ihr kennenzulernen. Ich schätze deine Hilfe, Mary. Doktor, ich freue mich darauf, dem ihr kennenzulernen. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen. Michael, wenn Sie noch etwas benötigen, lassen Sie es uns gerne wissen. Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen. Michael, wenn Sie noch etwas benötigen, lassen Sie es uns gerne wissen. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo Mary, wie geht es dir? Hallo Mary, wie geht es dir? Hallo Michael, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Hallo Michael, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, vielen Dank. Mir geht es auch gut, vielen Dank. Du warst gestern nicht in der Schule. Warum bist du gekommen? Du warst gestern nicht in der Schule. Warum bist du gekommen? Ja, ich war krank. Ich ging zum Arzt und er sagte mir, ich brauche etwas Ruhe. Ja, ich war krank. Ich ging zum Arzt und er sagte mir, ich brauche etwas Ruhe. Gute Besserung, Michael. Geht es dir heute besser? Gute Besserung, Michael. Geht es dir heute besser? Ja, mir geht es viel besser. Danke schön. Ja, mir geht es viel besser. Danke schön. Wann kann ich wieder Fußball spielen? Wann kann ich wieder Fußball spielen? Mein Arzt sagte, ich könne nach ein paar Ruhetagen wieder spielen. Mein Arzt sagte, ich könne nach ein paar Ruhetagen wieder spielen. Planen wir also, das Wochenende im Park Fußball zu spielen. Planen wir also, das Wochenende im Park Fußball zu spielen. Tolle Idee, Mary. Wir sehen uns dieses Wochenende. Tolle Idee, Mary. Wir sehen uns dieses Wochenende. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, warst du schon einmal in Frankreich? Hey Mary, warst du schon einmal in Frankreich? Ja, ich habe Paris letzten Sommer besucht. Es war absolut wunderschön. Ja, ich habe Paris letzten Sommer besucht. Es war absolut wunderschön. Ich wollte schon immer gehen. Die Geschichte, die Kultur, alles sieht faszinierend aus. Ich wollte schon immer gehen. Die Geschichte, die Kultur, alles sieht faszinierend aus. Ist es wirklich? Die Architektur ist atemberaubend, insbesondere der Eiffelturm. Ist es wirklich? Die Architektur ist atemberaubend, insbesondere der Eiffelturm. Ich habe Fotos davon gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es persönlich noch beeindruckender ist. Ich habe Fotos davon gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es persönlich noch beeindruckender ist. Auf jeden Fall, und der Louvre ist ein Muss. Die Kunstsammlung ist überwältigend. Auf jeden Fall, und der Louvre ist ein Muss. Die Kunstsammlung ist überwältigend. Ich habe gehört, dass es sehr groß ist, selbst wenn Sie Tage dort verbringen. Sehen Sie möglicherweise nicht alles. Ich habe gehört, dass es sehr groß ist, selbst wenn Sie Tage dort verbringen. Sehen Sie möglicherweise nicht alles. Das ist wahr. Und das Essen, oh mein Gott. Das Gebäck und der Käse sind nicht von dieser Welt. Das ist wahr. Und das Essen, oh mein Gott. Das Gebäck und der Käse sind nicht von dieser Welt.
Ich bin ein großer Fan der französischen Küche. Croissant und Schnecken. Ich könnte sie jeden Tag essen. Ich bin ein großer Fan der französischen Küche. Croissant und Schnecken. Ich könnte sie jeden Tag essen. Du magst Märkte unter freiem Himmel. Frische Produkte und speziell hergestelltes Brot sind ein Paradies für Feinschmecker. Du magst Märkte unter freiem Himmel. Frische Produkte und speziell hergestelltes Brot sind ein Paradies für Feinschmecker. Das sieht himmlisch aus. Haben Sie regionale Spezialitäten probiert? Das sieht himmlisch aus. Haben Sie regionale Spezialitäten probiert? Sicherlich. Ich habe Coq au Vin in Burgund und Bouillabaisse in Marseille gegessen. Sicherlich. Ich habe Coq au Vin in Burgund und Bouillabaisse in Marseille gegessen. Es hört sich toll an. Auch französischer Wein muss ein Highlight sein. Es hört sich toll an. Auch französischer Wein muss ein Highlight sein. Definitiv. Die Weinberge in Bordeaux waren wunderschön und die Weinprobe war ein Vergnügen. Definitiv. Die Weinberge in Bordeaux waren wunderschön und die Weinprobe war ein Vergnügen. Ich habe gehört, dass Bordeaux einige der besten Weine der Welt produziert. Ich habe gehört, dass Bordeaux einige der besten Weine der Welt produziert. Das ist es auf jeden Fall. Und die Landschaft ist so malerisch, dass sie wie aus einem Gemälde aussieht. Das ist es auf jeden Fall. Und die Landschaft ist so malerisch, dass sie wie aus einem Gemälde aussieht. Das fühlt sich wie ein Traum an. Hatten Sie Gelegenheit, Paris außerhalb zu erkunden? Das fühlt sich wie ein Traum an. Hatten Sie Gelegenheit, Paris außerhalb zu erkunden? Ja, ich war im Loiretal. Die Schlösser waren wie aus einem Märchen. Ja, ich war im Loiretal. Die Schlösser waren wie aus einem Märchen. Die Burgen dort sind legendär. Ich würde gerne das Schloss Chambord sehen. Die Burgen dort sind legendär. Ich würde gerne das Schloss Chambord sehen. Das ist fantastisch. Sie werden von der Architektur und den umliegenden Gärten begeistert sein. Das ist fantastisch. Sie werden von der Architektur und den umliegenden Gärten begeistert sein. Frankreich scheint wirklich in jeder Ecke eine reiche Geschichte zu haben. Frankreich scheint wirklich in jeder Ecke eine reiche Geschichte zu haben. Von mittelalterlichen Dörfern bis hin zu römischen Ruinen ist es definitiv wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Von mittelalterlichen Dörfern bis hin zu römischen Ruinen ist es definitiv wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Hatten Sie während Ihres Aufenthalts Gelegenheit, Ihr Französisch zu üben? Hatten Sie während Ihres Aufenthalts Gelegenheit, Ihr Französisch zu üben? Obwohl die meisten Leute Englisch sprachen, sprach ich auch Englisch. Es wird immer geschätzt, wenn man es versucht. Obwohl die meisten Leute Englisch sprachen, sprach ich auch Englisch. Es wird immer geschätzt, wenn man es versucht. Ich habe gerade mein Französisch aufgefrischt. Für den Fall, dass ich jemals die Gelegenheit bekomme, zu Besuch zu kommen. Ich habe gerade mein Französisch aufgefrischt. Für den Fall, dass ich jemals die Gelegenheit bekomme, zu Besuch zu kommen. Das hört sich gut an. Die Fähigkeit zur Kommunikation kann Ihre Erfahrung wirklich verbessern. Das hört sich gut an. Die Fähigkeit zur Kommunikation kann Ihre Erfahrung wirklich verbessern.
Ich habe auch gehört, dass die französische Riviera fantastisch ist. Hast du es dort geschafft? Ich habe auch gehört, dass die französische Riviera fantastisch ist. Hast du es dort geschafft? Ja, Nizza und Cannes waren sehr schön. Die Strände und das Mittelmeer sind unvergesslich. Es muss unglaublich sein, an der Küste zu entspannen. Das war's, die mediterrane Küche ist ein ganz anderer Geschmack. Ich kann raten. Die Meeresfrüchte müssen nicht von dieser Welt sein. Das ist es auf jeden Fall. Ich habe die tollste Bouillabaisse in Marseille gegessen. Stimmt, das haben Sie erwähnt. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, wenn ich dort bin. Sie werden enttäuscht sein. Das verspreche ich. Auch in den Küstenstädten ist die Atmosphäre sehr lebhaft. Es scheint die perfekte Mischung aus Entspannung und kulturellen Erlebnissen zu sein. Genau. Egal, ob Sie ein Geschichtsinteressierter oder ein Strandliebhaber sind. Frankreich bietet für jeden etwas. Es scheint ein Ort zu sein, den man ein Leben lang erkunden könnte, ohne jemals alles zu sehen. Stimmt, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Ein Land, das einen ständig zurückruft. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Frankreich steht jetzt ganz oben auf meiner Reiseliste. Du wirst es nicht bereuen, Michael. Dies ist eine Reise, die Sie für immer lieben werden. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Was bringt sie heute auf den Markt? Ich muss wöchentlich Lebensmittel kaufen. Großartig. Lasst uns gemeinsam hineingehen. Es sieht aus wie ein Plan. Ich brauche etwas Milch,
Eier, Brot und Gemüse. Ich brauche etwas Milch, Eier, Brot und Gemüse. Ich suche Hühnchen, Reis und Nudeln. Beginnen wir mit der Milchabteilung. Ich suche Hühnchen, Reis und Nudeln. Beginnen wir mit der Milchabteilung. Natürlich. Bevorzugen Sie fettarme oder vollfette Milch? Natürlich. Bevorzugen Sie fettarme oder vollfette Milch? Ich bevorzuge die fettarme Variante. In Ordnung, und du? Ich bevorzuge die fettarme Variante. In Ordnung, und du? Ich nehme Vollmilch. Jetzt holen wir uns ein paar Eier. Ich nehme Vollmilch. Jetzt holen wir uns ein paar Eier. Brauchen Sie ein Dutzend Eier? Brauchen Sie ein Dutzend Eier? Ja, bitte. Ich werde auch etwas Weißbrot haben. Ja, bitte. Ich werde auch etwas Weißbrot haben. Ich bevorzuge Vollkornbrot. Sollen wir uns an der Kasse treffen? Ich bevorzuge Vollkornbrot. Sollen wir uns an der Kasse treffen? Klar. Aber ich muss noch ein paar Tomaten und Salat besorgen. Klar. Aber ich muss noch ein paar Tomaten und Salat besorgen. Ich werde das Huhn suchen. Wir sehen uns an der Kasse. Ich werde das Huhn suchen. Wir sehen uns an der Kasse. Danke, Maria. Wir sehen uns dort. Danke, Maria. Wir sehen uns dort. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie geht es dir heute? Hallo, Miriam. Wie geht es dir heute? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Ich bin auch gut. Ich muss ein paar Dinge auf dem Markt kaufen. Ich bin auch gut. Ich muss ein paar Dinge auf dem Markt kaufen. Klar. Was steht auf Ihrer Einkaufsliste? Klar. Was steht auf Ihrer Einkaufsliste? Ich brauche etwas Brot, Milch, Eier und eine Tüte Reis. Ich brauche etwas Brot, Milch, Eier und eine Tüte Reis. Es sieht aus wie eine typische Einkaufsliste. Ich brauche auch Gemüse und Obst. Es sieht aus wie eine typische Einkaufsliste. Ich brauche auch Gemüse und Obst. Großartig. Wir können diese gemeinsam fangen. Wissen Sie, wo das Gemüse ist? Großartig. Wir können diese gemeinsam fangen. Wissen Sie, wo das Gemüse ist? Ja, Sie befinden sich in der Frischwarenabteilung hinten im Laden. Ja, Sie befinden sich in der Frischwarenabteilung hinten im Laden. Perfekt. Lass uns zuerst dorthin gehen. Perfekt. Lass uns zuerst dorthin gehen. Es sieht aus wie ein Plan. Danach können wir die Früchte abholen und begutachten. Es sieht aus wie ein Plan. Danach können wir die Früchte abholen und begutachten. Okay. Dann los. Okay. Dann los. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Was kann ich Ihnen heute mitbringen? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Was kann ich Ihnen heute mitbringen? Ich hätte gerne einen Cappuccino und ein Schokoladencroissant, bitte. Ich hätte gerne einen Cappuccino und ein Schokoladencroissant, bitte. Selbstverständlich gibt es einen Cappuccino und ein Schokocroissant. Willst du diesen Ort oder gehst du?
Selbstverständlich gibt es einen Cappuccino und ein Schokocroissant. Willst du diesen Ort oder gehst du? Ich nehme es bitte hierher. Ich möchte die entspannte Atmosphäre genießen. Ich nehme es bitte hierher. Ich möchte die entspannte Atmosphäre genießen. Natürlich, setzen Sie sich bitte. Ihre Bestellung ist im Handumdrehen fertig. Natürlich, setzen Sie sich bitte. Ihre Bestellung ist im Handumdrehen fertig. Michael bereitet Cappuccino und Croissant zu. Michael bereitet Cappuccino und Croissant zu. Übrigens, Michael, hast du das neue Gebäck hier schon probiert? Übrigens, Michael, hast du das neue Gebäck hier schon probiert? Noch nicht. Mary, geht es Ihnen gut? Noch nicht. Mary, geht es Ihnen gut? Ja, ich habe gestern das dänische Mandelgericht probiert und es war köstlich. Ja, ich habe gestern das dänische Mandelgericht probiert und es war köstlich. Klingt verlockend. Ich muss es das nächste Mal versuchen. Klingt verlockend. Ich muss es das nächste Mal versuchen. Hier ist der Cappuccino und das Schokoladencroissant, Mary. Hier ist der Cappuccino und das Schokoladencroissant, Mary. Danke, Michael. Sieht großartig aus. Danke, Michael. Sieht großartig aus. Gern geschehen. Viel Spaß. Gern geschehen. Viel Spaß. Michael, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Michael, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Ich denke darüber nach, am Samstag spazieren zu gehen und am Sonntag vielleicht einen Film anzusehen. In Ordnung, und du? Ich denke darüber nach, am Samstag spazieren zu gehen und am Sonntag vielleicht einen Film anzusehen. In Ordnung, und du? Ich habe vor, am Samstag den Bauernmarkt zu besuchen und am Sonntag ein paar Bücher zu lesen. Ich habe vor, am Samstag den Bauernmarkt zu besuchen und am Sonntag ein paar Bücher zu lesen. Das hört sich gut an. Vor uns liegen beide erholsame Wochenenden. Das hört sich gut an. Vor uns liegen beide erholsame Wochenenden. Definitiv. Michael, kann ich bitte das Konto haben? Definitiv. Michael, kann ich bitte das Konto haben? Natürlich. Hier ist es. Ihr Gesamtbetrag beträgt $8.50. Natürlich. Hier ist es. Ihr Gesamtbetrag beträgt $8.50. Hier ist ein 10-Dollar-Schein. Heben Sie sich die Spitze als Tipp auf. Hier ist ein 10-Dollar-Schein. Heben Sie sich die Spitze als Tipp auf. Vielen Dank, Maria. Ich schätze es. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank, Maria. Ich schätze es. Einen schönen Tag noch. Du auch, Michael. Tschüss. Du auch, Michael. Tschüss. Auf Wiedersehen, Maria. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen, Maria. Einen schönen Tag noch. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Hallo, Michael. Es war toll. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung, und du? Hallo, Michael. Es war toll. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung, und du? Klingt lustig. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Hast du gestern das Fußballspiel gesehen? Klingt lustig. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Hast du gestern das Fußballspiel gesehen? Nein. Ich habe es verpasst. Wer gewann?
Nein, ich habe es verpasst. Wer gewann? Manchester United gewann 2:1. Es war ein spannendes Spiel. Manchester United gewann 2:1. Es war ein spannendes Spiel. Gut, das zu wissen. Die Highlights schaue ich mir später noch einmal an. Gut, das zu wissen. Die Highlights schaue ich mir später noch einmal an. Ja, du solltest, wie war die Arbeit für sie in letzter Zeit? Ja, du solltest, wie war die Arbeit für sie in letzter Zeit? Es war intensiv, aber produktiv. Ein neues Projekt rückt näher. Es war intensiv, aber produktiv. Ein neues Projekt rückt näher. Das klingt interessant. Benötigen Sie dabei Hilfe? Das klingt interessant. Benötigen Sie dabei Hilfe? Danke, Michael. Möglicherweise benötige ich Hilfe bei der Präsentation nächste Woche. Danke, Michael. Möglicherweise benötige ich Hilfe bei der Präsentation nächste Woche. Klar. Lassen Sie mich wissen, wann und wo. Klar. Lassen Sie mich wissen, wann und wo. Wird machen. Ah, das ist meine Haltestelle. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Michael. Wird machen. Ah, das ist meine Haltestelle. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Michael. Du auch, Maria. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns im Büro. Du auch, Maria. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns im Büro. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals einen Indiana Jones Film gesehen? Hey Mary, hast du jemals einen Indiana Jones Film gesehen? Ja, ich habe ein paar gesehen. Sind das nicht Abenteuerfilme? Ja, ich habe ein paar gesehen. Sind das nicht Abenteuerfilme? Definitiv. Sie handeln von den Abenteuern des Archäologen Indiana Jones. Definitiv. Sie handeln von den Abenteuern des Archäologen Indiana Jones. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Er ist immer auf der Suche nach Antiquitäten, nicht wahr? Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Er ist immer auf der Suche nach Antiquitäten, nicht wahr? Das ist wahr. Er ist hinter Dingen wie der Bundeslade oder dem Heiligen Gral her. Das ist wahr. Er ist hinter Dingen wie der Bundeslade oder dem Heiligen Gral her. Das sehen wirklich wie wertvolle Schätze aus. Das sehen wirklich wie wertvolle Schätze aus. Das sind sie. Und es gibt immer Bösewichte, die versuchen, sie in ihre Hände zu bekommen. Das sind sie, und es gibt immer Bösewichte, die versuchen, sie in ihre Hände zu bekommen. Es ist also ein ständiger Wettlauf gegen Zeit und Feinde. Es ist also ein ständiger Wettlauf gegen Zeit und Feinde. Ja, es gibt viel Action. Knappe Fluchten und knappe Chancen. Ja, es gibt viel Action, knappe Fluchten und knappe Chancen. Es klingt aufregend. Welches ist dein Lieblings? Es klingt aufregend. Welches ist dein Lieblings? Ich denke, Raiders of the Lost Ark ist ein Klassiker. Ich denke, Raiders of the Lost Ark ist ein Klassiker. Ich muss mir das ansehen. Was ist das Thema? Ich muss mir das ansehen. Was ist das Thema? In diesem Fall versucht Indy, die Arche zu finden, bevor es die Nazis tun. In diesem Fall versucht Indy, die Arche zu finden, bevor es die Nazis tun. Nazis? Das klingt sehr intensiv. Nazis? Das klingt sehr intensiv. Die Nazis glauben, dass er enorme Macht hat.
dass die Nazis glauben, dass er enorme Macht hat. Ist es also so? Ist es also so? Sie müssen zusehen und es herausfinden. Sie müssen zusehen und es herausfinden. Ich werde es tun. Gibt es noch weitere Filme der Serie? Ich werde es tun. Gibt es noch weitere Filme der Serie? Ja, es gibt noch 3 weitere. Temple of Doom, The Last Crusade und Kingdom of the Crystal Skull. Ja, es gibt noch 3 weitere. Temple of Doom, The Last Crusade und Kingdom of the Crystal Skull. Haben Sie alle das gleiche Maß an Aufregung? Haben Sie alle das gleiche Maß an Aufregung? Ja, aber es gibt einige Fanfavoriten. Ja, aber es gibt einige Fanfavoriten. Welches gefällt dir nach Raiders? Welches gefällt dir nach Raiders? The Last Crusade ist großartig. Es befasst sich mit Indys Vergangenheit. The Last Crusade ist großartig. Es befasst sich mit Indys Vergangenheit. Das klingt interessant. Ist es die gleiche Besetzung? Das klingt interessant. Ist es die gleiche Besetzung? Ja. Harrison Ford spielt in allen den Indiana Jones. Ja. Harrison Ford spielt in allen den Indiana Jones. Er ist in dieser Rolle wirklich eine Ikone, nicht wahr? Er ist in dieser Rolle wirklich eine Ikone, nicht wahr? Definitiv. Synonym für Indiana Jones. Definitiv. Synonym für Indiana Jones. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Gibt es unvergessliche Szenen? Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Gibt es unvergessliche Szenen? Es gibt die Steinjagd in Raiders und die Panzerszene in The Last Crusade. Es gibt die Steinjagd in Raiders und die Panzerszene in The Last Crusade. Das sollte etwas sein, das man sich ansehen sollte. Das sollte etwas sein, das man sich ansehen sollte. Natürlich sind sie unvergesslich. Natürlich sind sie unvergesslich. Diese Filme scheinen eine Mischung aus Geschichte und Action zu sein. Diese Filme scheinen eine Mischung aus Geschichte und Action zu sein. Definitiv. Sie vermischen reale archäologische Elemente mit Fiktion. Definitiv. Sie vermischen reale archäologische Elemente mit Fiktion. Dies ist eine clevere Möglichkeit, das Lernen zum Spaß zu machen. Dies ist eine clevere Möglichkeit, das Lernen zum Spaß zu machen. Das. Sie weckten das Interesse vieler Menschen an der Archäologie. Das. Sie weckten das Interesse vieler Menschen an der Archäologie. Vielleicht entwickle ich auch Interesse. Vielleicht entwickle ich auch Interesse. Man weiß nie. Indiana Jones hat eine solche Wirkung auf die Menschen. Man weiß nie. Indiana Jones hat eine solche Wirkung auf die Menschen. Danke, dass du mir von diesen Filmen erzählt hast, Michael. Ich freue mich darauf, sie zu sehen. Danke, dass du mir von diesen Filmen erzählt hast, Michael. Ich freue mich darauf, sie zu sehen. Gern geschehen, Mary. Genießen Sie die Abenteuer von Indiana Jones. Gern geschehen, Mary. Genießen Sie die Abenteuer von Indiana Jones. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Guten Abend, Mary. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Guten Abend, Mary. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Hallo Michael. Es ist zu lange her. Wie geht es dir? Hallo Michael. Es ist zu lange her.
Wie geht es dir? Mir geht's gut, danke. Und du? Mir geht's gut, danke. Und du? Beschäftigt, aber gut. Ich vermisse unsere Treffen. Beschäftigt, aber gut. Ich vermisse unsere Treffen. Ich auch. Hatten Sie Gelegenheit, einen Blick auf die Speisekarte zu werfen? Ich auch. Hatten Sie Gelegenheit, einen Blick auf die Speisekarte zu werfen? Noch nicht. Schauen wir mal gemeinsam nach. Noch nicht. Schauen wir mal gemeinsam nach. Sonderangebote sehen interessant aus. Wie wäre es mit einer gebratenen Ente? Sonderangebote sehen interessant aus. Wie wäre es mit einer gebratenen Ente? Es klingt köstlich. Und ich habe gehört, dass Ihre Rotweine perfekt dazu passen. Es klingt köstlich. Und ich habe gehört, dass Ihre Rotweine perfekt dazu passen. Exzellente Wahl. Ich werde eine Flasche bestellen. Exzellente Wahl. Ich werde eine Flasche bestellen. Was ist mit Anfängern? Bruschetta fiel mir ins Auge. Was ist mit Anfängern? Bruschetta fiel mir ins Auge. Ich bin ein Fan von Bruschetta. Nehmen wir das auch. Ich bin ein Fan von Bruschetta. Nehmen wir das auch. Ja, wir beginnen mit Bruschetta. Dann gibt es gebratene Ente. Ja, wir beginnen mit Bruschetta. Dann gibt es gebratene Ente. Und bitte eine Flasche Rotwein, den Sie empfehlen. Und bitte eine Flasche Rotwein, den Sie empfehlen. Das sollte es sein, danke. Das sollte es sein, danke. Wie läuft es mit deinem neuen Job? Wie läuft es mit deinem neuen Job? Anspruchsvoll, aber lohnend. Ich lerne viel. Anspruchsvoll, aber lohnend. Ich lerne viel. Das ist schön zu hören. Ich erinnere mich, dass er davon begeistert war. Das ist schön zu hören. Ich erinnere mich, dass er davon begeistert war. Ja, und es entspricht meinen Erwartungen. Ja, und es entspricht meinen Erwartungen. Es freut mich, das zu hören. Wie geht es deiner Familie? Es freut mich, das zu hören. Wie geht es deiner Familie? Es geht ihnen gut, danke. Meine Mutter ist gerade von einer Reise zurückgekehrt. Es geht ihnen gut, danke. Meine Mutter ist gerade von einer Reise zurückgekehrt. Das ist toll. Hatte er eine gute Zeit? Das ist toll. Hatte er eine gute Zeit? Er tat dies, obwohl er bereits sein nächstes Abenteuer plante. Er tat dies, obwohl er bereits sein nächstes Abenteuer plante. Deine Mutter ist so eine Reisende. Deine Mutter ist so eine Reisende. Ja, es hält seinen Geist jung. Ja, es hält seinen Geist jung. Das ist eine großartige Perspektive auf das Leben. Das ist eine großartige Perspektive auf das Leben. In Ordnung und du? Gibt es aufregende Neuigkeiten? In Ordnung und du? Gibt es aufregende Neuigkeiten? Wie dem auch sei, ich habe angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Wie dem auch sei, ich habe angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Wirklich? Das ist toll. Wie geht's? Wirklich? Das ist toll. Wie geht's? Es ist eine Herausforderung. Aber ich genieße jeden Moment. Es ist eine Herausforderung. Aber ich genieße jeden Moment. Das ist großartig, Michael. Du wolltest schon immer lernen. Das ist großartig, Michael. Du wolltest schon immer lernen. Ja, und ich habe mich schließlich entschieden, einzutauchen. Ja, und ich habe mich schließlich entschieden,
einzutauchen. Ich bin stolz auf dich. Es erfordert Mut, etwas Neues auszuprobieren. Ich bin stolz auf dich. Es erfordert Mut, etwas Neues auszuprobieren. Danke, Maria. Ihre Unterstützung bedeutet uns viel. Danke, Maria. Ihre Unterstützung bedeutet uns viel. Natürlich warst du immer für mich da. Natürlich warst du immer für mich da. Wir waren ein gutes Team, oder? Wir waren ein gutes Team, oder? Definitiv. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Definitiv. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Erinnern Sie sich an Ihre Reise nach Italien? Erinnern Sie sich an Ihre Reise nach Italien? Wie konnte ich das vergessen? Er war unvergesslich. Wie konnte ich das vergessen? Er war unvergesslich. Das Eis, die Architektur. Alles war so magisch. Das Eis, die Architektur. Alles war so magisch. Wir müssen bald ein weiteres Abenteuer planen. Wir müssen bald ein weiteres Abenteuer planen. Ich würde es lieben. Wohin sollen wir als nächstes gehen? Ich würde es lieben. Wohin sollen wir als nächstes gehen? Was ist mit Griechenland? Ich wollte schon immer Athen erkunden. Was ist mit Griechenland? Ich wollte schon immer Athen erkunden. Griechenland ist. Beginnen wir mit der Planung. Griechenland ist. Beginnen wir mit der Planung. Das wird episch. Ich kann es spüren. Das wird episch. Ich kann es spüren. Das wird auf jeden Fall so sein, Miriam. Das wird auf jeden Fall so sein, Miriam. Hallo an neue Abenteuer und alte Freunde. Hallo an neue Abenteuer und alte Freunde. Prost. Prost. Neues Gespräch. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für unser Training? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für unser Training? Definitiv. Beginnen wir mit einigen Dehnübungen. Definitiv. Beginnen wir mit einigen Dehnübungen. Hört sich gut an. Ich nehme die Gymnastikmatte. Hört sich gut an. Ich nehme die Gymnastikmatte. Ich nehme die Hanteln. Wir können einige leichte Gewichte heben. Ich nehme die Hanteln. Wir können einige leichte Gewichte heben. Perfekt. Danach können wir das Laufband benutzen. Perfekt. Danach können wir das Laufband benutzen. Klar. Ich stelle es auf mittleres Tempo. Klar. Ich stelle es auf mittleres Tempo. Das funktioniert bei mir. Übrigens, haben Sie den neuen Crosstrainer gesehen? Das funktioniert bei mir. Übrigens, haben Sie den neuen Crosstrainer gesehen? Ja. Es ist genau dort. Versuchen wir es später. Ja. Es ist genau dort. Versuchen wir es später. Gute Idee. Es wird eine schöne Abwechslung sein. Gute Idee. Es wird eine schöne Abwechslung sein. Haben Sie daran gedacht, Ihre Wasserflasche mitzubringen, bevor wir angefangen haben? Haben Sie daran gedacht, Ihre Wasserflasche mitzubringen, bevor wir angefangen haben? Ja. Es ist in meiner Sporttasche. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Ja, es ist in meiner Sporttasche. Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Auf jeden Fall, vor allem während unseres Trainings. Auf jeden Fall,
vor allem während unseres Trainings. Beginnen wir mit ein paar Aufwärmübungen, ja? Beginnen wir mit ein paar Aufwärmübungen, ja? Ja. Fangen wir mit dem Springen an. Ja. Fangen wir mit dem Springen an. Okay. Ich zähle. 1, 2, 3. Okay. Ich zähle. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Vorderseite. Kommen wir nun zu den Bewegungen. Vorderseite. Kommen wir nun zu den Bewegungen. Rechts. 1, 2, 3. Rechts. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Vorderseite. Wir sind bereit, mit unserer Ausbildung zu beginnen. Vorderseite. Wir sind bereit, mit unserer Ausbildung zu beginnen. Lass uns das tun, Mary. Wir haben das. Lass uns das tun, Mary. Wir haben das. Auf jeden Fall, Michael. Wir bleiben fit und gesund. Auf jeden Fall, Michael. Wir bleiben fit und gesund. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey, Mary. Hast du dich jemals gefragt, warum Superman einen Umhang trägt? Hey, Mary. Hast du dich jemals gefragt, warum Superman einen Umhang trägt? Ja, das finde ich immer interessant. Vielleicht ist es für einen dramatischen Effekt. Ja, das finde ich immer interessant. Vielleicht ist es für einen dramatischen Effekt. Es kann, aber ich habe gehört, dass es ihm auch dabei hilft, seinen Flug zu kontrollieren. Es kann. Aber ich habe gehört, dass es ihm auch dabei hilft, seinen Flug zu kontrollieren. Wirklich? Sehr cool. Ich wünschte, ich könnte wie Superman fliegen. Wirklich? Sehr cool. Ich wünschte, ich könnte wie Superman fliegen. Ja, fliegen wäre toll. Und stellen Sie sich die Aussicht vor. Ja, fliegen wäre toll. Und stellen Sie sich die Aussicht vor. Ich bin sicher, dass er von oben unglaubliche Dinge sieht. Ich bin sicher, dass er von oben unglaubliche Dinge sieht. Definitiv. Er muss die ganze Welt gesehen haben. Definitiv. Er muss die ganze Welt gesehen haben. Glaubst du, er wird es jemals satt haben? Glaubst du, er wird es jemals satt haben? Ich bin nicht sicher, aber ich denke, er fühlte sich verpflichtet, alle zu schützen. Ich bin nicht sicher, aber ich denke, er fühlte sich verpflichtet, alle zu schützen. Das ist wahr. Er ist wie der Schutzengel der Welt. Das ist wahr. Er ist wie der Schutzengel der Welt. Und er tut dies, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und er tut dies, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das macht ihn zu einem wahren Helden, oder? Das macht ihn zu einem wahren Helden, oder? Definitiv. Er ist nicht egoistisch und stellt andere immer an die erste Stelle. Definitiv. Er ist nicht egoistisch und stellt andere immer an die erste Stelle. Ich bewundere diese Seite von ihm. Ich bewundere diese Seite von ihm. Ich auch. Dies ist eine Eigenschaft, die wir alle anstreben sollten. Ich auch. Dies ist eine Eigenschaft, die wir alle anstreben sollten. Definitiv. Wussten Sie, dass Superman ein super Gehör hat? Definitiv. Wussten Sie, dass Superman ein super Gehör hat? Ja, er kann Dinge aus der Ferne hören, oder? Ja, er kann Dinge aus der Ferne hören, oder? Das ist wahr. Es ist wie ein lebendes Radar.
Das ist wahr. Es ist wie ein lebendes Radar. Stellen Sie sich vor, wie nützlich dies im täglichen Leben sein wird. Stellen Sie sich vor, wie nützlich dies im täglichen Leben sein wird. Er konnte wahrscheinlich hören, wenn jemand Hilfe brauchte. Er konnte wahrscheinlich hören, wenn jemand Hilfe brauchte. Definitiv. Er ist immer bereit zu helfen. Definitiv. Er ist immer bereit zu helfen. Ich frage mich, ob er jemals einsam wird. Ich frage mich, ob er jemals einsam wird. Möglich. Es muss eine Herausforderung sein, so anders zu sein. Möglich. Es muss eine Herausforderung sein, so anders zu sein. Aber er hat Freunde wie Batman und Wonder Woman. Aber er hat Freunde wie Batman und Wonder Woman. Es stimmt, er ist nicht ganz allein. Es stimmt, er ist nicht ganz allein. Und er hat auch Lois Lane. Und er hat auch Lois Lane. Ihre Beziehung ist etwas ganz Besonderes. Ihre Beziehung ist etwas ganz Besonderes. Ja, es ist wie eine Verbindung zwischen zwei Welten. Ja, es ist wie eine Verbindung zwischen zwei Welten. Ein Mensch und ein Übermensch finden Gemeinsamkeiten. Ein Mensch und ein Übermensch finden Gemeinsamkeiten. Dies ist ein Beweis für die Kraft der Liebe. Dies ist ein Beweis für die Kraft der Liebe. Und das zeigt, dass jeder seinen Seelenverwandten finden kann. Und das zeigt, dass jeder seinen Seelenverwandten finden kann. Auch wenn sie unterschiedliche Hintergründe haben. Auch wenn sie unterschiedliche Hintergründe haben. Liebe kennt keine Grenzen, oder? Liebe kennt keine Grenzen, oder? Das ist eine schöne Art, es auszudrücken, Michael. Das ist eine schöne Art, es auszudrücken, Michael. Danke, Maria. Die Geschichte von Superman steckt voller inspirierender Lektionen. Danke, Maria. Die Geschichte von Superman steckt voller inspirierender Lektionen. Definitiv. Es lehrt uns Mut und Mitgefühl. Definitiv. Es lehrt uns Mut und Mitgefühl. Und wie wichtig es ist, unsere Stärken für das Gute einzusetzen. Und wie wichtig es ist, unsere Stärken für das Gute einzusetzen. Wir haben vielleicht keine Superkräfte, aber wir können etwas bewirken. Wir haben vielleicht keine Superkräfte, aber wir können etwas bewirken. Das ist wahr. Wir können alle auf unsere Art Helden sein. Das ist wahr. Wir können alle auf unsere Art Helden sein. Definitiv. Also lasst uns rausgehen und etwas Positives bewirken. Definitiv. Also lasst uns rausgehen und etwas Positives bewirken. Ich bin bei dir, Miriam. Lass es uns tun. Ich bin bei dir, Miriam. Lass es uns tun. Neuer Vortrag. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals Maradona beim Fußballspielen gesehen? Hey Mary, hast du jemals Maradona beim Fußballspielen gesehen? Ja, ich habe Clips seiner unglaublichen Talente gesehen. Er war eine Legende. Ja, ich habe Clips seiner unglaublichen Talente gesehen. Er war eine Legende. Sein Dribbling war definitiv einzigartig. Haben Sie eine Lieblingserinnerung an Maradona? Sein Dribbling war definitiv einzigartig. Haben Sie eine Lieblingserinnerung an Maradona? Sein Hand of God Tor bei der Weltmeisterschaft 1986 war umstritten, aber ikonisch. Sein Hand of God Tor bei der Weltmeisterschaft 1986 war umstritten, aber ikonisch.
Stimmt. Aber sein zweites Tor in diesem Spiel war großartig, nicht wahr? Stimmt. Aber sein zweites Tor in diesem Spiel war großartig, nicht wahr? Ach, das Jahrhunderttor zieht sich durch die gesamte Mannschaft. Auffallend. Ach, das Jahrhunderttor zieht sich durch die gesamte Mannschaft. Auffallend. Es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand dieses Maß an Können und Mut nachahmen könnte. Es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand dieses Maß an Können und Mut nachahmen könnte. Tatsächlich hatte Maradona einen einzigartigen Stil, der ihn von allen anderen unterschied. Tatsächlich hatte Maradona einen einzigartigen Stil, der ihn von allen anderen unterschied. Sein Einfluss reichte über das Feld hinaus, oder? Er war eine kulturelle Ikone. Sein Einfluss reichte über das Feld hinaus, oder? Er war eine kulturelle Ikone. Ja, er war viel mehr als ein Fußballspieler. Es war ein Symbol für Leidenschaft und Rebellion. Ja, er war viel mehr als ein Fußballspieler. Es war ein Symbol für Leidenschaft und Rebellion. Sein Einfluss auf den Sport und sein Land war tiefgreifend. Argentinien verehrte ihn. Sein Einfluss auf den Sport und sein Land war tiefgreifend. Argentinien verehrte ihn. In Buenos Aires wurde sogar ein Stadion nach ihm benannt, oder? In Buenos Aires wurde sogar ein Stadion nach ihm benannt, oder? Ja, Diego Maradona Stadion. Dies ist ein Zeugnis seines Erbes. Ja, Diego Maradona Stadion. Dies ist ein Zeugnis seines Erbes. Ich habe gehört, dass er auch viele persönliche Probleme hatte. Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Ich habe gehört, dass er auch viele persönliche Probleme hatte. Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Sicherlich bringt Ruhm oft eigene Herausforderungen und Belastungen mit sich. Sicherlich bringt Ruhm oft eigene Herausforderungen und Belastungen mit sich. Es muss für ihn schwer gewesen sein, all das Lob und die Kritik zu ertragen. Es muss für ihn schwer gewesen sein, all das Lob und die Kritik zu ertragen. Aber es blieb trotzdem überlebensgroß, oder? Die wahre Ikone seiner Zeit. Aber es blieb trotzdem überlebensgroß, oder? Die wahre Ikone seiner Zeit. Sein Charisma und seine magnetische Persönlichkeit waren unbestreitbar. Sein Charisma und seine magnetische Persönlichkeit waren unbestreitbar. Er hatte die Art, Menschen auf und neben dem Spielfeld zu fesseln. Er hatte die Art, Menschen auf und neben dem Spielfeld zu fesseln. Ich erinnere mich, dass ich etwas über seine Zeit in Neapel gelesen habe. Dort wurde er fast zu einem Gott. Ich erinnere mich, dass ich etwas über seine Zeit in Neapel gelesen habe. Dort wurde er fast zu einem Gott. Ja, er hat Napoli während seiner Zeit dort im Alleingang zur Größe geführt. Ja, er hat Napoli während seiner Zeit dort im Alleingang zur Größe geführt. Die Stadt verehrte ihn und er erwiderte die Liebe. Die Stadt verehrte ihn und er erwiderte die Liebe. Es ist erstaunlich, wie eine Person einen so tiefgreifenden Einfluss auf eine Stadt haben kann. Es ist erstaunlich, wie eine Person einen so tiefgreifenden Einfluss auf eine Stadt haben kann. Es war ein Symbol der Hoffnung und des Stolzes für die Menschen in Neapel.
Es war ein Symbol der Hoffnung und des Stolzes für die Menschen in Neapel. Und er nutzte seine Plattform auch, um sich für soziale Anliegen einzusetzen, oder? Und er nutzte seine Plattform auch, um sich für soziale Anliegen einzusetzen, oder? Ja, er äußerte sich lautstark zu Themen wie Armut und Ungleichheit. Ja, er äußerte sich lautstark zu Themen wie Armut und Ungleichheit. Dies ist das Zeichen eines echten Menschenfreunds, der seinen Einfluss zum Guten nutzt. Dies ist das Zeichen eines echten Menschenfreunds, der seinen Einfluss zum Guten nutzt. Es ist bedauerlich, dass sein Leben in seinen späteren Jahren einige schwierige Wendungen nahm. Es ist bedauerlich, dass sein Leben in seinen späteren Jahren einige schwierige Wendungen nahm. Ja, Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Es bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Ja, Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Es bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Es erinnert uns daran, dass selbst unsere Helden Menschen sind, die ihre eigenen Probleme haben. Es erinnert uns daran, dass selbst unsere Helden Menschen sind, die ihre eigenen Probleme haben. Definitiv. Es ist wichtig, sich an die Person zu erinnern, die hinter der Legende steht. Definitiv. Es ist wichtig, sich an die Person zu erinnern, die hinter der Legende steht. Trotz seiner Schwächen ist Maradonas Einfluss auf die Fußballwelt unauslöschlich. Trotz seiner Schwächen ist Maradonas Einfluss auf die Fußballwelt unauslöschlich. Sein Vermächtnis wird Spieler und Fans noch über Generationen hinweg inspirieren. Sein Vermächtnis wird Spieler und Fans noch über Generationen hinweg inspirieren. Tatsächlich wird seine Seele dank dieses wunderschönen Spiels, das er so sehr liebte, weiterleben. Tatsächlich wird seine Seele dank dieses wunderschönen Spiels, das er so sehr liebte, weiterleben.